Weiß ich nicht, was es ist. Und die 3 ist nichts. Okay, warte mal, das D. Das D. Das D 5, das. Warte mal. Schwierig. Ich mach erstmal weiter, die 1 ist das. Okay. 7 zu erkennen? Nein, natürlich nicht. Ist ja super. Und bei der 2 ist. Die 9, oh, doch, die 9 ist zu erkennen. Das ist dieses komische N. Und den Rest müssen wir theoretisch durchprobieren. So, auf 1 ist wieder dieses komische. Das Zeichen. Okay, es können immer nur zwei Zeichen sein, ne? Zwei Zeichen, die wir hier nicht auch drauf erkennen. Probier es mal mit dem und bei dem. Probier es mal mit dem. Zeichen ist da nicht drauf. Einmal das bei der 7 ist nicht drauf und welches ist auch nicht drauf? Das V ist nicht drauf. Das ist nicht. Da, warte mal, welches ist denn drauf? Das ist nicht drauf. Okay. Nee, das ist schon richtig eigentlich. Korrekte Koordinaten gefunden. Okay, das haben wir schon mal richtig gemacht. So, die 3 ist aber unbekannt. Müsste nach diesem komischen N kommen. Wobei ich nicht weiß, wie die Reihenfolge da ist, weil dieses D nicht nach dem N kommt. Ach, es ist immer wieder gegenüberliegend. Ah, okay. Erst die 3 sind diese 4 Dinger, diese 4 Streifen. So, dann ist, wenn das die 1 ist, dann ist die 7 das hier. Nee. Immer gegenüberliegend. Warte mal, ich packe das nochmal auf die 5 und dann ist die 3 eigentlich gegenüber von den 3 Strichen. Und es müssten die 4 Striche sein und nicht die 3. So, wenn die 2 diese 3 Striche sind, dann ist die 9 dieses N. Okay, und wenn die 1 dieses komische Tilde-Dingen da ist, dann ist die 7 eigentlich das andere Fenster, das hier. Oh Mann, als ob ich das wieder googeln muss, das. Warte Vielleicht mal. ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Wow, das. Wow, danke. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Die 3 sind die 4 Streifen, das kann nicht anders sein. Und wenn die 7. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Okay, ich hasse das. Im zweiten Kodierungsrätsel fehlen zwei Symbole auf der Ko was die Sache etwas schwieriger macht. Sobald ihr das Rad nach der vergangenen 5 aus dem Codeschlüssel ausrichtet, fehlt das Symbol zur 3.
Die 10 Symbole auf dem Codrad sind grob gespiegelt. 5 der Symbole entsprechen ungefähr der jeweiligen Gegenüber. Mit diesem Wissen könnt ihr das fehlende Symbol bei den 3 ermitteln. Schaut euch einfach das gegenüberliegende Symbol an. Okay. Okay. Das ist dann blöd. Weil die 3 muss diese 4 Dinger sein. Das fehlende Symbol bei der 7 schaut ihr einfach das gegenüberliegende Symbol an und denkt euch die Schrägstriche weg. Okay. Okay, jetzt ist hier 9 falsch eingestellt, ne? Habe ich die 7 falsch eingestellt vielleicht? Ne, die 7 ist richtig eingestellt. Die 5 ist das hier, also müsste... Wir rufen nochmal die 3. Warte mal, die 3 ist dieses Omega. Dann ist die 7 dieses D. Also wenn dieses Schrägstriche dieses 5 ist, dann ist die 3 ein Schrägstrich mehr. So, bei der 7 ist die 1 dieses komische Tilde etwas. Und die 7 ist das. Und wenn das, also wenn die 2 diese 3 Dinge hat, dann ist die 9. Das. Hä, ist das. Warum ist das nicht richtig? Ich bin verwirrt. Rechteck mit senkrechten Strich in der Mitte und den 2 Kreuzen drin. Wie soll man denn darauf Na kommen? denn. Achso, egal. Betreff Südamerika. Wenn wir den Erfolg der Firma her sicherstellen, Restricted Handling, Classified Message, sicherstellen wollen, müssen sich Agenten der Firma frei vom Land zu Land bewegen und in jedem Land ihre Macht behalten können. Eine globale internationale Ordnung muss eingeführt werden. Antwort Argentinien. Sagen Sie den Kapitalisten, wenn sich der Junta helfen, an der Macht zu bleiben, wenn Sie der Junta helfen, an der Macht zu bleiben, verteilen wir Ihre Firmenschulden auf das argentinische Volk. So werden Sie jeden Volksaufstand niederschlagen. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen die Gewerkschaften zerschlagen werden. Okay, Antwort Chile. Der freie Markt muss sich durchsetzen. Evs Besuch letztes Jahr hat dabei geholfen, aber jetzt müssen alle öffentlichen Firmen an den privaten Sektor verkauft werden. Möglichst billig. Der Preis für Brot und Grundnahrungsmittel muss steigen. Ich will, dass das Volk weiter in Armut lebt und sich nicht widersetzen kann. Alle Spuren dieses Plans sollten scheinbar auf die US-Regierung zurückführen. Die Einmischung der Firma muss geheim bleiben. Für erfolgreiche Beispiele einer ähnlichen Öffnung der Märkte brauchen Sie sich nur die Befreiung des Iran von 1953 und die Befreiung Guatemalas von 1954 ansehen. Komische Unterschrift, keine Ahnung. Laden. Ja, jetzt kommt Quarantänezone. die Quarantänezone, ist ja logisch. Ich will das vorher noch lesen. Löhne sollten verringert werden, damit die Mittelklasse unsere Untertanen werden. Damit die Mittelklasse und unser Untertan bleibt, dem fairen und freien Wettbewerb des Volkes, des Marktes unterliegen und sollten nicht durch Einmischung einer höheren Macht, einer vom Volk gewählten Regierung, der Legislative kontrolliert werden, okay.
Also warte mal, hier ist so ein Pömpel. Da ist so ein Pömpel. Da ist ein Pömpel. Da ist ein Pömpel. Okay. Ach Mann, wie schwer ist denn das? Geht doch gar nicht. Okay, es sind drei Pömpel. Okay. Quarantäne aufgehoben. Weil man denkt, dass es zwei Pömpel sind, es sind aber drei. So, wie viel sind das jetzt eigentlich? Achso, es ist doch nicht mehr. Wir sind schon bei der Hälfte der Cluster, das wusste ich gar nicht. So. Wollen wir jetzt die reparierte Erinnerung machen? Hä? Lol. Oh Gott. Ciao. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt diese Erinnerung, die repariert wurde, aber ich gucke mir das nochmal an in der Sequenz. In der Sequenzgeschichten da. DNA, ist diese Erinnerung denn wirklich schon. Okay. Okay, ich würde mal sagen, wir machen jetzt diese reparierte Erinnerung und dann die Christina-Erinnerung und dann machen wir die Hauptmission. Machen wir erst Christina oder erst die reparierte? Ach ja. Also die ist hier unten die Erinnerung. Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Was war das?
Hephaistos E-Mail-Netzwerk. Der Hephaistos. Das war mal als verborgener Absender. 15.06. Hallo Desmond, in deiner Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy hattest du vielleicht von den hochrangigen Assassinen gehört, die euer Team unterstützen. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben, wenn oder falls erzählte Erinnerungen aus 15.06 freigeschaltet werden. Wir hoffen, basierend auf unseren historischen Recherche, dass wir in diesem Zeitabschnitt wichtige Informationen für unsere Mission finden können. Mit Hilfe von Rebecca. Was? Hallo Desmond? An Desmond? Mit Hilfe von Rebecca werden wir deine Fortschritte überwachen. All dies ist streng und vertraulich, deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. Ich will so wenig Leute wie möglich in diese Sache hineinziehen. Ich werde dich und Rebecca informieren, sobald die Daten, die wir suchen, gefunden wurden. Oh nein! Das ist, glaube ich, eine DLC-Geschichte. Darf ich die irgendwie ändern? Darf ich das abbrechen, Leute? Wiederhergestellte Sequenz Da Vinci's verschwinden. Das wollte ich jetzt nicht. Kann ich das abbrechen? Das wollte ich jetzt nicht. Ach ja, das war beim letzten Mal auch schon mal passiert. Salai, bist du das? Ezio. Ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia. Der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpe Addormentata. Entschuldigung, das muss ich abbrechen. Ich will noch nicht ins 15. Ich will noch nicht 15.06 machen. Wir sind noch bei 1500. Okay, das mache ich wann anders. Das ist mir gerade zu heikel. Ich wusste nicht, dass es das wieder ist. Warum ich wieder sage, ist ganz einfach. Warte mal, haben sich weitere... Was ist denn da jetzt? Kopernikus? Haben sich weitere Wolfsdinger aufgetan eigentlich? Weil das war jetzt ein Spoiler fürs Ende quasi. Wobei, ja gut, es wurde das Ende nur angeteased, ne? Aber. Aber das machen wir, das ist glaube ich die Zielkrams. Das machen wir, wenn wir hier fertig sind mit der Hauptgeschichte. Entschuldigung.
Ich überlege gerade was. Wenn ich die Nacht durchmache, kann ich das Spiel noch durchkriegen, theoretisch. Aber darauf kommt es halt nicht an. Vielleicht zocke ich mal nachts ein bisschen und streame halt auch. Natürlich ist ja logisch, aber wer dann da. Es sind ja so. Ist, wohl morgen ist kein Feiertag. Hm, morgen ist Grün Donnerstag. Es wurde ja nicht als Feiertag oder als Brottag golden. Okay, das war die Erinnerung, die ich eigentlich triggern wollte. Jetzt weiß ich, was es ist. Ich doof, ja. Lorenz 1476. Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Christina Vespucci. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich... Ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio. Noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Nehmen wir noch das Stalking. Christina folgen und ihre Aufmerksamkeit zurückgewinnen. Was hat man heutzutage echt Stalking? Das war knapp. Geh weiter. Oh, 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 oh. Kann es ja gar nicht gewesen sein. Der guckt nicht einfach wieder rum. Ich würde gerne hier weiter einfach so rumlaufen. Man hätte so ein Free-Roaming-Mode eventuell machen können, dass man einfach in Florenz rumläuft. So wie mit Assassin's Creed Odyssey und Origins. Oh nein, das war ich nicht. Nein, das bin ich nicht. Warte! Komm wieder zurück! Nö. Oh nein.
Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Mehr hast du nicht zu bieten? Halt die Klappe, ich bring dich um. Anscheinend nicht. Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie. Vielen Dank. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio, anscheinend habt ihr eure zweite Chance. Gut, gut zu wissen. Ich will weiter, ich will hier weitermachen, ich will hier weiterlaufen. Lass mich weiterlaufen. Ich will weiter, ich will hier bleiben. Lass mich hier bleiben, bitte, nein. Ich finde schade, dass das Spiel da so tief ist, aber ich glaube, das sind Sachen, die im Buch erklärt werden. Apropos Buch. Ich werde nach und nach alle Assassin's Creed Bücher hier auf meinem Stream lesen. Aber gut, ich würde sagen, boah, schon wieder 3 Stunden fast, also ist schon wieder nicht schlecht. Ich werde aber heute Nacht nochmal gegen 23 Uhr, wenn ich kann, vielleicht nochmal streamen, ich weiß es noch nicht, aber ich bin mir sicher. Ich weiß nicht, wie weit wir danach kommen. Aber gut, ich würde sagen, das war ein echt ereignisreicher Stream heute und der wird auch beim nächsten Mal wieder sehr ereignisreich sein. Mal gucken, ob wir so ein paar Templar-Einflüsse, Borgia-Einflüsse wegkriegen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. An die Leute, die bei YouTube dazugucken, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wie das Video schaut. Mein Name ist Mr. Andrews, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, guckt einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe Assassin's Creed 1 und 2 schon gespielt. Wie gesagt, 3 ist jetzt gerade in der Mache, danach, also nicht 3, sondern Brotherhood ist in der Mache, dann kommt Revelations, dann kommt 3. Dann kommen vermutlich 4, also ich werde die Reihe alles so weit durchziehen. Vielleicht werde ich dadurch ein bisschen Zeit wegkriegen, um zu gucken, dass ich nach und nach wieder in Richtung Valhalla gehe. Valhalla werde ich von meinem YouTube-Kanal erstmal runternehmen. So der Plan, aber gut. Das ist erstmal Zukunftsmusik. Ich hoffe, es hat soweit Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Vielleicht heute Nacht nochmal ein bisschen streamen. Ich weiß, das nützt eigentlich nichts, wenn keine Leute zugucken, aber es kann sein, dass zufällig einer noch wach ist. Und es gibt auch Leute, die haben einen Schlafzyklus, der ein bisschen anders ist. Ich kenne ein paar Leute, die so um 4 Uhr wach werden wieder. Kann auch sein, dass sie Nacht durchmachen. Wer weiß, ist auch egal. Ist nicht so wichtig. Ja, danke fürs Zugucken. Ich werde auf jeden Fall im Stream noch mal ein bisschen was vorlesen. Ich werde das noch ein bisschen üben, mit ein bisschen Musik untermalen. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wie so wenig hier im Stream, aber das ist ja völlig okay. Wir werden uns das nächste Mal mit Kopernikus beschäftigen. Das auf jeden Fall. Wir werden uns die Hauptmission gönnen. Und ja, schönen Abend noch.